Moin, moin. Wir gehen mal eine Runde einkaufen mit euch. Gerade aus dem Hotel rausgekommen bin und laufen jetzt mal Richtung Einkaufsmeile. So sieht das aus hier in Meters. Laufen wir hier langsam runter. Sieht, es wird Frühling. Schöne Orangenbäume. Das ist Melatschwelle hier. Das ist noch nicht offen. Macht, glaube ich, am, was haben Sie gesagt, am 8. April hier auf. Und die haben ja so tolle Garten-Pavillons, Häuser. Ja, Apartments, ja genau, mir hat das Wort gefehlt. So, jetzt gehen wir weiter. Überall schöne Natur. Ganz gemütlich gehen. Ist noch ein bisschen frisch heute Morgen. Wir haben einen Pullover und eine Jacke an. Aber wird so schön werden. Und nachher gehen wir mal ein bisschen an den Strand. Ein bisschen gucken. Sieht man das Crystal Queen. Sunrise Queen heißt es richtig. Ist zu, ne? Da sind sie irgendwie am Umbauen. Ist auch, glaube ich, dringend nötig. Und jetzt gehen wir Richtung Einkaufsmeile. Kollegen Jochen, da wohnst du nächste Woche. Hier sieht man es, ist auch schön im Palmgarten ein. Und wir gehen weiter. Kommt genau vom Hotel, der gleichen Taxistand und wenn ein Stück nach rechts runter geht, könnt ihr auch Dolmusch fahren. Für die, die nach Kumpel wollen, andere Seite. Einfach Daumen raus und dann geht das. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen nach da blicken. Ja. Hallo, guten Morgen. Wir fahren noch draußen, da sind die Ausflüge weg. Selbst da ist gerade ein Bus, die fahren bestimmt so irgendeinen Ausflug. Wir haben schon Tickets in der Hand hier. Kommen wir da runter? Ja. Ich zeig euch mal. Das ist das Crystal Queen. Hier ist das Melas. Und wenn der Bus jetzt hier weg ist, dann fahren wir. Oder gehen noch mal ein bisschen in die Einkaufsmeile. So. Mal rechts oder mal links runter? Zuerst nach Bühne. So, hier gegenüber gibt es so kleine E-Scooter. Ist echt ganz cool. Seht es noch ganz früh am Morgen. Hat noch nicht alles offen. Da unten ist der Dolmusch. Ja, wir gehen jetzt mal auf die Straße.
auch ganz idyllisch hier. Ich glaube, das wird noch ein bisschen früh sein. So, danach können wir. Auf geht's. So. Da war noch? Aber da guck mal, das ist noch alles zu. Ja. Ja. Na, dann gehen wir auf die andere Seite. Mal, ob da schon was auf hat. Ja, das sind so richtig coole Dinger. Könnt ihr euch mieten. Gibt es auch als Stadt. Das glaube ich die Stunde 10 Euro haben wir letztes Mal bezahlt. Und macht echt Spaß. Ein bisschen früh gerade dafür, aber wenn ihr es ausprobieren wollt, macht echt viel. So, hier haben sie so ein Outlet hingebaut. Das ist von der Dreamkette. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Aber ihr kriegt ja wirklich alles von Klamotten, Süßigkeiten etc. Bisschen Chips, bisschen Nervennahrung. Gibt's da überall, wenn ihr mal was von außerhalb vom Hotel haben wollt, so haben wir's. Der übliche Krimskrams. Und dann habt ihr hier so Klamottenläden. Badehosen. Müssen wir gleich mal gucken, wir wollen so eine Badetasche haben. Wir wissen aber nicht mehr genau, wo wir die gefunden haben. Aber das werden wir gleich finden hier. Aber die haben noch beides gehen zu. Ich glaube, wir sind aber noch zu früh. Wir machen meistens um 10 hier auf. Und wir haben es jetzt, glaube ich, kurz nach 9. Und das war's. Für die Leute, die es nicht kennen und brauchen, wenn ihr mal Medikamente in der Türkei braucht, das ist hier spottbillig. Ihr könnt eure Reiseapotheke ein bisschen auffüllen. Oder je nachdem, was ihr braucht. Trinken Sie jetzt einen heißen Tee. Das findet ihr hier auch überall. Gibt es so Parfüm an den Straßen. Unter uns. Lasst die Finger weg. Das ist gepuncht. Wenn ihr wirklich Parfüm haben wollt in der Türkei, dann geht in die Apotheke. Die verkaufen das Zeug. Ja, alles, was ihr hier an der Straße kriegt, ist, ja, wie soll man sagen, gepunchtes Wasser. Nicht mehr und nicht weniger. Und ihr seht, es ist eigentlich blauer Himmel. Es sieht unheimlich warm aus, aber es ist noch ein bisschen frisch. Und hier hinten ist auch noch zu. So, dann machen wir wirklich noch zu früh. Ich würde es vorschlagen, wir gehen mal Richtung Strand. Jetzt da unten hier hinten gehen. Nochmal da durch den Strand, dann drehen wir nochmal eine Runde hier hoch. Schnell über die Straße. Mal ein Auge auf die Autos, Leute.
Wir fahren hier ohne Rücksicht auf Verluste. Und hier muss man immer echt ein Auge drauf werfen. Sonst werdet ihr hier glatt mal überfahren. Aber cool ist, die ganzen Straßen sind hier so mit Palmen gepflastert. Jetzt mal ein bisschen hier Richtung Barot Collection.